Ja, hallo, willkommen, mein Name ist DaniWLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir uns um die Mission gekümmert, wo wir für Carmona ein paar Medikamente auftreiben sollten. Dabei haben wir diesen komischen Troll erledigt, der irgendwie Eleanors Familie und Dorf abgemetzelt hat. Und jetzt sind wir hier in Talesin und man sieht schon, ich habe hier ein paar Veränderungen. Und zwar habe ich jeden Charakter mal so ein bisschen aufgemotzt hier, was die Klamotten angeht. So wie in Tales of Zestiria damals. Ich weiß nicht, warum ich das nicht mit den Charakteren hier so im Laufe des Spiels gemacht habe, weil in Tales of Zestiria bin ich mit jedem Charakter irgendwie die meiste Zeit nur mit solchen normalen Klamotten und so Accessoires die ganze Zeit rumgelaufen. Und ja, deswegen habe ich mich entschieden, da machen wir doch mal hier so. Hier kann man nochmal sehen, was ich alles ausgerüstet habe. Wir haben jeder zwei Sachen, glaube ich, ja. Und ja, wir haben zwei Missionen hier in Talesin. Einmal mit der Familie aus Talesin reden, die irgendwann was mit Zavey zu tun hat oder so. Und dann einmal Land der Katz, trifft dich mit der Katz an Talesin, in Talesin. Ja, ich würde sagen, wir reden erstmal mit der einen Familie und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, was geht. Ich bin Engel. Wie praktisch, dass ich Eleanor steuern bin. Oh ja, Taimashi-sama, Zabida, no, Oshiriya, desu ka? Eh, Zabida, toa, enga, arimashite, tori gakari, ni, namae, ga, kikoeta, mono, de, o, koekake, shita, shidai, desu. So, dattan, desu ka? Watashi, tachi, ni, totte, Zabida, wa, onjin. Ja, geil. Yukaima, tte, no, ga, tadashi, desu. Da war ein geiler Anfang. Yukaima, desu ka? Frühlingsbrisen, Ben heißt er. Zabida が現れて、仲間強引に彼らの暮らしていた家に連れて行かれたんですよ。その家にはこの子たちとテオドラさんが待っていました。テオドラさん、ザビーダの恋人、テオドラだぜ。あれ、ドラッグ。親を亡くしたこの子たちを引き取って、シェンロン。面倒を見ていたんです。でも突然連れ出されて。 何をさせられるのかとこっちは驚いちゃって。すると、ザビーダはこの子たちに人間が美味しいと思う料理を作ってもらえないかって言うんですよ。精霊も人間と同じように美味しいと感じるけれど、作ってあげられるほどの知識も腕もないからって。そういうことならと、私たちは腕により寄りをかけて目いっぱい料理を作りました。 父ちゃんたちのご飯はうまかったんだぜ。おいらはマーボーカレーでしょ。私はね、ビーチパイ。それ以来、ラフィスさんが来たら、今度はマーボーカレー。テオドラさんにレシピを教えてあげたりしました。私たち夫婦は傲慢に子供を奪われて、あの日まで笑うことも忘れていたんです。でも、 ザビーダとテオドラさんとこの子たちが私たちの新しい生きる喜びになったんです。それで恩人でもあり、誘拐魔でもあるんですね。精霊にも人間と同じような心があるだなんて、それまで考えたこともありませんでした。でも人間と同じ心があるからこそ、タイマシ様たちと共に、いや、テオドラさんってどんな人だったの？ 大好き。僕が怖くて寝れない時、テオに来て一緒に寝てくれたんだよ。あったかくてお母さんみたいな匂いがしたんだ。オイラとザビーダには厳しかったぜ。ビシッとチョップされたし、それはザビーダとあんたがいつもバカやって物壊したり怪我したりしてたからでしょ。お前、オイラに喧嘩ってんのか。こら、やめなさい。とても懐かれていたんですね。ところがある日突然、 テオドラさんが出かけたきり、行方がわからなくなっちゃった。なんだ、旅に出たザビーダに代わって、あんたたち夫婦が子供たちを引き受け取ってわけか。せめてザビーダたちが戻ってくるまでは、私たちがこの子たちを守ってあげられればと。前にいた町は交通の便が悪かったもので、港のあるこの町に引っ越してきたところなんです。そうだったのです。 お話ししてくださってありがとうございました。ザビダは荒っぽいですが、男気のあるやつです。もし彼が困っていたら、どうか助けてやってください。いや、give me 1000 years.
Okay, und nun geht doch bestimmt ja noch weiter. Naja, habe ich glaube ich gar nicht erwähnt. Hier die Engelsflüge sind glaube ich irgendwie Teil vom DLC gewesen. Genau, wo guck ich das mal an? Das sieht doch mal aus, oder? Weil ich von das sieht, hat reicht. Ich könnte aber einen weiß und einen schwarz machen. Ne? Ich kann die doch, ich kann die beide ausrüsten. Einer und eineinhalb kosten die. Weiß nicht, ich habe mir ja alle DLCs runtergeladen von dem Spiel und weil da war irgendwie so Haarset und so was alles hier. Weil so Ponytails und all so was. Und Zöpfe und so. Guck ich da mal an. Drei Stück. Pferdeschwanz, meine Güte. Ich glaube, Dings war auch noch dabei hier. Ne, ein Schiegelkostüm war das, glaube ich, ne? Für Luffy Set war das. Hier, Mew von Tales of the Abyss. Cool, oder? Was jetzt nicht? Ich denke, oh ja, ich dachte mal an. Cool, oder? Ja, diese Puppen waren auch, glaube ich, dabei. Was sage ich auch, ne? Wenn wir ihnen die Engelssachen geben. Na, muss hat Schiegel-Set. Da will ich mir hier nur ein. Keine Ahnung, okay, dann eben nicht. Gut, das war schneller, als ich gedacht hatte. Und jetzt kommt ein Skit, ja. Mein Shenlong, ne? Vielleicht müssen wir ja mal wieder zu diesem einen Ort zurückgehen. それだけ気軽に触れる機会も増えるでも。それでも子供たちに救いの手を差し伸べた手を取らせんだから、ザビーダは救いたいのですね。だから、あの、ドラゴンを殺そうというのですね。それには私も反対しません。ですが、あなたのやり方は間違っています。何？ たとえ元に戻せないとしても、恋人だった存在が目の前で殺されるのを良しとする人などいません。ザビーダの気持ちを汲んだ上で、きちんと話をすれば、あなたたちはぶつかり合わずに済むじゃないですか。理屈で割り切れても、心で割り切れないものがある。口先だけで納得するくらいなら、あいつはとっくに、シロツノを殺している。ですが、悪いが議論するつもりはない。行くぞ。 Moment, aber scheinen sie nicht weiterzugehen. Gut, ich nehme an, wir müssen zu diesem einen Berg wieder zurückgehen, wo wir ihn dann erstmal getroffen haben. So, und ich muss mit einem von euch reden. Nein, so, ich muss mit einer Katzin Talesin reden. Muss ja wohl. Boah. Ich mag diesen Ort nicht, der ist mir irgendwie zu komplex gestaltet. Ich finde ja nie irgendwie, wo ich hin muss. Da, du, oder? Nee, wat? Da war gar nichts. Nein. Hier gibt es irgendwo eine Leiter, die habe ich, wenn ich immer übersehen. Guck mal, wie, guckt euch mal an, wie die versteckt ist hier. Gehst ja hoch, boom, das siehst du doch überhaupt nicht. Aber da oben müsste er dann sein, ne? Aufgeregt, dass ich das erstmal gesehen habe. Da, Joink, hi. Kommen wir zur Katzcorner mit dir. Es geht. Hatte da auch ein Boss auf uns? Den Sisteria? ネコニンの里は今までどんな地図にも載ったことがない幻の地だ。探索のチャンスだよね。ネコニンが大勢住んでるならちょっと行ってみたい気が。余計却下。また冷めたことを言いよって。ネコニンの里は一元さんお断りのお高いリゾートじゃぞ。ここはネコもシャクシも行くべきじゃ。そうそう、ありがたくご招待されるにゃ。ベルベット、何事も経験だ。
それに単純に面白そうだろ？まったく。あんたたち、猫人のお気楽さが映ったんじゃない？ではでは、猫人の里に行く気になったら、気軽に声をかけてにゃー。Warum direkt her? Hallo? Ja, natürlich. Möchtest du einen neuen Ort besuchen? Nein. Und es sieht aus wie in Cisteria. こんな場所にあったとは、新発見。So allergisch gegen Katzen, Velvet. Pyjamas?猫アレルギーだったんですか。だから来たくなかったのよ。大丈夫ベルベット、大丈夫じゃ。ラックシュ。No, viele Quests. Die gleiche nervige Musik wie in Cisteria. Und dann mal hier.Ich hoffe, einen Arm nehmen. どんな方言なんですか？おにゃさん、エビホニャはうにゃでかにゃ。すみません、全然理解できませんでした。お前さん、エビフライは美味しくてたまらないね。そう言ったにゃ。はあ。では、お兄さんはどういうのですか？おにゃさん。お姉さんは？おにゃさん。お母さんは？おにゃさんにゃ。全部同じに聞こえますが、地元では判別できているんですか？もちろんにゃ、ニュアンスでわかるにゃ。素人には難解ですね。ちなみにお父さんは？お父さんはお父さんにゃ。あ、それは普通なんですね。バカにするにゃ。にゃんでもにゃんでもにゃまってると思ったら大間違いにゃ。ごめんなさい。やばいです、セルさん。ありがとうございます。でも正しくは。にゃんべんしてちょうよ。これがにゃごやべんのごめんなさいにゃ。Oh Gott, ich muss hier raus. Ist ja ein Laden. Gibt's ein Skit? Nein? Okay. Ich werde aggro an diesen Ort, habe ich so ein Gefühl. Warte, da irgendwie ein Kampf oder so? Aber nicht.Gesundheit. Guck mal. So, weh, ihr habt nicht geile Sachen. Oh, hi. Mm, ich hab Geld. Lerngeschwindigkeit von Ausrüstung. Was sind denn alles? Neue, aktuelle Sachen sogar? Ja, ne?Ausgezeichnet. Sehr geil. Direkt mal ausrüsten, hallo. Richtig edel aus. Seltenheit 18. Habe ich da irgendeins noch nicht? Alter.Ich glaube, wir hier hingegangen sind als erstes, bevor wir irgendwie was anderes machen. So. Böder Effekt, aber was soll's? Noch keine Adamant. Adamantit, ne? Zeig mal. Warum? Adamantin. Lerngeschwindigkeit, ja, erstmal Lerngeschwindigkeit, bitte.So, damit, ja, damit noch mehr Lerngeschwindigkeit, gut. Nee, er hat Angst, kommt bitte. So, was haben wir noch hier? Adamantin-Weste. Sämtlicher Schaden reduziert um 20%. Was?
Wir braucht hat 146 noch? Ja, damit. Oh, dann Stiefel noch, ne? 21, ich nehme mal ein 21. Das höchste. Keine Seelen zu verbrauchen. Hm. Sehr gut, hier muss ich ein paar Mal öfter vorbeischauen. Ausgezeichnete. Gut. Was du hier für ein Minispiel? Eines meiner patentierten. Oh, es hat wieder. Es hat so wie den Tales of Graces F. Damit. Ich noch nicht. Na klar, die ja voll die High-Tier-Klamotten haben. Winterkleidung, was? Nein, was ist das? Wintermütze. Kann ich Epic Center erschaffen? Oh. Irgendjemand muss doch wie Epic Center aussehen können. Na egal, sprechen wir erstmal mit den Leuten hier, mit den Cuts. Da ist ein Kraut. Was geht? Geil, ich auch. Wunderbar schon. Okay, schön für dich. プロレスってことはカウントもあるの?気持ちよくなって喉をゴロゴロ鳴らしたらカウントするにゃ?釣りゴロゴロで決着にゃ!反則技とかも?首の後ろを掴んだり口でハムハムするのは決して許されない禁じ手にゃ!僕もやってみたいにゃ!今度開催されるアガーテ杯は 無差別級で種族関係なしのトーナメント戦に猫耳つけて参加するといいにゃ! Ich hab Katzen und warte. Oh, lass mich raten, hier kann man sich Cutscenes angucken. Alle, die ich gesehen habe, oder? Zwei nur noch. Und da können wir irgendwie sehen, wie weit wir schon sind. Oh, so viele. So viele noch. Okay, wir haben noch zwei Cutscenes, zwei Anime-Cutscenes. So. Ich sage voraus, dann kommt ein Boss. Aber wer wird? Kein Boss, okay. Na, guck mal, was es mit diesem Schieberätsel auf sich hat. Ich hoffe, das ist so was ähnliches wie ein Tales of Graces F. In dem Fall zu neuen oder Teil vollständiges Bild. Sag nicht, dass es so was wie dieses. Okay. Ich habe das Gefühl, einige davon sind Spoiler. Ah, okay. Oh, das ist genau sowas, was ich nicht haben wollte. Aber das ist kompliziert. Warum müssen wir das so machen?
Aber ich bin nicht gut in sowas. Ah. Ja, das habe ich noch nie nehmen in einer Minute. Weil nicht mit so einer komischen Steuerung, ey. Die Kirchen hat jetzt da raus, Mann, ey. Das ist mir zu kompliziert. Da sind sie doch. Kann ich auch irgendwie abbrechen? Das ist auch furchtbar. Oh. Das ist auch furchtbar, ey. Wenn wir so ein Spiel hier reinpacken. Weil mir so den Test of Crisis F viel lieber gewesen. Da kommt da ein. Oh, nee, so habe ich keine Lust. Das ist mir viel zu nervig, ey. Na, was machen wir jetzt die letzten 5 Minuten? Gar nichts. Boah, ich muss ja raus. Ich sehe schon wieder. War toll. Boah, für sowas hätte ich jetzt keinen Nerv hier, für diese komischen Schieberätsel, ey. Würde ich definitiv offscreen machen. Ich werde wahrscheinlich sogar nachgucken, wie man das macht. So was finde ich einfach nur nervig. Hab ich noch nie gemocht, solche Dinger. Ah, was haben wir denn noch? Ja, das machen wir so am Ende. Titania, genau, da können wir auch noch hin. Wie komme ich da hin? Dabei war, da kann ich nur von einem Ort aus hin. Da will sie irgendwie das Wetter durcheinander gemacht hat. Das Insel des Terrors könnten wir als nächstes hingehen, würde ich sagen. Ja. So aus, ne? Das haben wir jetzt nicht mehr hier zu erledigen. Ich habe Party ja gleich beenden. So mache ich auch. Keine Ahnung, jetzt 5 Minuten ja noch durch die Gegend rennen und nichts zu machen ist auch doof. Deswegen sage ich, beende Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria, wo wir mal diese Insel des Terrors hier besuchen werden. Ich bleibe mich alle als Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.